Nochmal zurück zu dem, zu der Maueröffnung, zu dieser Nacht oder den Tagen auch danach. Sie sagten einmal, es ist gar nicht so richtig in ihr Bewusstsein gedrungen, Die was da Tragweite war mir nicht die bewusst. Die Tragweite. Tragweite dieses Tages und was das jetzt auslösen wird, das war mir nicht bewusst. Und wann ist Ihnen das erste Mal ins Bewusstsein gerückt, dass das auch wirklich tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen würde? Also, ich weiß nicht, am 10.11. habe ich im Lustgarten da eine gewisse Stimmung, Aufbruchsstimmung gespürt, die ich sonst vermisst habe. Also, dass beispielsweise Menschen, die sich verschlossen hätten oder wo man auch gemerkt hat, die verbergen alles in sich, dass sie plötzlich völlig offen waren und mit fremden Leuten sprachen, man wurde angesprochen und wie man darüber denkt und wo man herkommt. Und also, das kannte ich gar nicht, überhaupt keine Mentalität in deutschen Ländern. Das kenne ich nur von südlichen Ländern. Und dann, ich war damals ja in der Berliner Verlag beschäftigt. Am 13. November wurde die alte SED-Leitung da abgewählt, was mich insbesondere freute, weil die mich ziemlich viel schikaniert haben, aber nicht nur mich, wie ich ja später erfuhr. Und da dachte ich, aha, jeder kriegt jetzt Angst und muss dazu Position nehmen. Also es ist doch etwas, was ein bisschen jetzt doch auf breiteren Schultern auch wirklich ruht. Es ist nicht nur von denen oben da irgend so eine Parole wieder rausgehauen. Ja, dann hat es noch einige Tage, es hat schon einige Tage gedauert, ja. Haben Sie das als Befreiung empfunden? Nein, im Gegenteil. Das kann ja keine Befreiung sein, wenn. Ist denn so eine Art Selbstbefreiung? Absolut nicht. Absolut nicht. Denn ich habe es erstmal als Bedrohung empfunden. Die Wochen vorher, seit der Flucht der Leute nach Ungarn, das waren ja auch manipulierte Bilder, die bei uns rüberkamen. Was habe ich denn gesehen? Dass da Leute ihre Babys über den Zaun warfen oder in den Stich ließen und abhauten für irgendwelche Westkonsum-Scheiße, wie ich da so dachte. Das war für mich, naja, ich habe nicht gedacht, die fehlen uns nicht und können wegbleiben, aber ich meinte, die können ja nicht hier so eine Revolution auslösen. Das kann es nicht sein. Da gab es ganz andere Sachen. Es gab eine Eisenge, es gab eine Stagnation auf vielen anderen Gebieten. Spätestens seit dem Verbot des Sputnik, unseres russischen Magazins da 87, war mir klar, dass das hier vor sich hindümpelt, landgeistig. Da habe ich mir aber noch keine Befreiung erhofft, weil von dem, was ich aus dem, sag mal, Westfernsehen täglich sehen konnte, da konnte ich keine Befreiung erwarten. Und die ist im Übrigen auch nicht gekommen. Das, was ich also geistig unter anspruchsvoller Auseinandersetzung verstehe, die bleibt bis heute aus im Prinzip. Also daran haben ja auch wahrscheinlich viele Leute gar kein Interesse. Nein, es war eine Bedrohung, mir war klar, da kommt Arbeitslosigkeit, da kommt Prostitution, Kriminalität, Rauschgift, Mafia und all so etwas, was ich nie wollte. Genau die Dinge, vor denen ich heute noch Angst habe. Aber dass damit noch anderes rüberkommt, daran habe ich nicht gedacht. Ich fühlte mich bedroht und ich wollte das nicht. Ich hatte eigentlich auch im Blick bei dem Wort Befreiung mehr, dass die Bürger der DDR oder ein großer Teil, es waren ja Hunderttausende, die auch auf die Straßen in Leipzig gingen, in Dresden, was man ja auch durchaus als eine Bedrohung sehen kann, wenn man an den Platz des Himmlischen Friedens denkt, an die Niederschlagung, das hätte ja durchaus auch zu militärischem Eingreifen kommen können. Aber das erste Mal dieses Gefühl, man redet mit Menschen auf der Straße, wo man sich früher in der DDR eher überlegt hat, kann ich jetzt hier einfach so frei reden oder Also ich habe immer frei geredet, muss ich sagen, und ich tue das auch jetzt. Ich habe jetzt Probleme, ich hatte früher Probleme und das bleibt auch gleich, weil man einfach unbequem ist. Allerdings gebe ich zu, ich wurde vorher eher auch schikaniert. Also da flog man schon mal aus dem Studium raus, da flog man aus der Partei raus, da wurde in die Post erbrochen. Das habe ich alles erlebt. Und mir wurde erst in den letzten Jahren so klar, dass ich auch das verdrängt habe, weil es ja nicht in mein Weltbild passte von der DDR. Was soll ich damit? Ich dachte auch, das sind vereinzelte Erscheinungen und die verstehen nur nicht, wer ich bin. Dass das eine massenhafte Sache war, ist ja erst in den Jahren danach klar gewesen. Es gab ja die Informationen untereinander gar nicht, wie verbreitet bestimmte Dinge waren. Selbstmordraten, ach, was weiß ich, alles Mögliche. Ich dachte eben, du bist eben hier ein bisschen quer und dann gibt es noch ein paar kaputte à la Biermann und dann ist Schluss, ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich in dem Moment das nicht mal als Befreiung, was die Sicherheit betrifft, erlebt habe, obwohl lange vor dem 9. November mein Bruder, der bei der NVA diente, anrief, ich glaube, der war bei Dresden eingesetzt, der war Major der NVA und rief weinend, und das ist ein ganz cooler, abgebrühter Karrierist. Dachte, der ist betrunken oder was? Er schießt doch nicht auf sein Volk. Und das kann man doch nicht machen, das ist doch nicht richtig. Das habe ich schon akustisch gehört und war auch entsetzt, aber ich habe das nicht ernst genommen. Man hat das einfach nicht ernst genommen und ich dachte, dass ihn einfach nur so eine plötzliche Angst ergriffen hat, denn alles, was da in China war, ich meine, das hat uns auch entsetzt und standen ihm auch ablehnend gegenüber. Aber China war weit weg, hier ist doch nicht China, kann doch gar nicht passieren.
dass es wirklich eine Bedrohung war. Das hat man doch niemand, also kann das gewusst haben am 9. November, außer die, die damit zusammen zu tun hatten. Das war doch erst in vielen Monaten und Wochen später alles nach und nach hochgekommen. Also man konnte das nicht als Befreiung sehen. Also nicht in meinem Alter mit der Erziehung und den Informationen, glaube ich nicht. Wann sind Sie dann das erste Mal in den Westen gegangen? Also ich hatte überhaupt keine Neugier drauf. Und wenn ich im Fernsehen sah, wie die sich da zu Tausenden darüber quetschten, mit dicken Plastebeuteln bepackt zurück und betrunken auf dem Kudamm rumgrölten, also ich habe mich geschämt für das alles. Und mir war nur klar, dass ich nicht verstehe, warum die da alle rüber wollen. Also ich konnte das nicht begreifen. Ich hatte auch kein Interesse. Ich bin erst nach 3 Monaten, glaube ich, über die Warschauer Brücke rüber. War immer noch sehr voll und eng und kaum war ich drüben, habe ich es auch schon bereut. Dann habe ich nämlich gesehen an der Innenmauer auf der anderen Seite alles mit Hakenkreuze bekritzelt und all die Dinge, vor denen ich ja Angst hatte, wollte ich schon wieder umdrehen. Ich habe mir dann irgendwo eine Packung Lakritze gekauft und bin wieder abgehauen. Also, und dann hat es wieder bis Sommer gedauert. Ich hatte da kein Interesse. Wo lagen Erst denn die, wo später. lagen denn, vielleicht können Sie diese Situation noch mal so ein bisschen schildern. Sie sind über die Grenze gegangen. Was waren Ihre ersten Eindrücke? War das eine andere Welt? So wie man umgedreht auf Also, das Gefühl, ich jetzt als ja. Westler oft das Gefühl hatte, du kommst hier rüber und es ist schon eine andere Welt. Keine Werbung und alles noch ein bisschen Ja, grau, ich weiß jungfräulicher, schon. grau, nicht immer, aber auch, Ja. hat auch einen gewissen Charme, ja, würde ich schon sagen. Ja, also wie gesagt, ich bin dort an der Warschauer Brücke rüber und hatte mein Baby bei und das dauerte alles viel länger mit dem Rüberkommen und die nächste Flasche war dran. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte und bin in die erste, wie gesagt, der erste Eindruck war mit diesen entsetzlichen Schmierereien und das fand ich abartig. Also es gab es selber bei uns nicht, ja. Sag mal bei uns jetzt. Also wir reden ja von dem damaligen Zeitpunkt. Ich würde mich jetzt auch anders ausdrücken. Das hat mir Angst gemacht und dann bin ich in die nächste Straße in Kreuzberg rein, wo eine Apotheke war. Es war bitterkalt irgendwie, es war noch Februar und dann habe ich gefragt, ob ich die Flasche warm machen kann. Und dann haben die mir das erlaubt, da ich das Kind gewickelt, Flasche warm gemacht. Und dann kam auch gleich eine Apothekerin, die ganz betulich, ja, ihr von drüben jetzt durft ihr endlich rüber und so von oben herab. Das fand ich irgendwie unmöglich, ja. Und also man kam sich vor wie so ein Flüchtling oder irgend sowas, ja. Und dachte ich, das hat man nur auch nicht nötig. Ja, ich mich bedankt, dass sie da die Flasche warm gemacht hat und bin wieder raus. Ich habe mich da höchstens eine Stunde, ich bin da kreuz und quer durch die Straßen. Ach so, doch einen positiven Eindruck hatte ich dann doch noch, dass nämlich das Viadukt, das S-Bahn-Viadukt und auch die Architektur der Häuser da, die Fassaden, ich sofort dachte, ist ja wie Prenzlauer Berg, hat ja was miteinander zu tun, kam mir sehr bekannt vor. Das hat mich gewundert, dass es mir eben nicht fremd war, sondern dass es mir sehr bekannt vorkam von dieser Seite her und dass ich da überhaupt erst ahnte, Mensch, die Teile gehören zusammen, die beiden Berlin-Teile, das habe ich ja nicht erlebt.